Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. So, wir werden uns jetzt die letzten Schematas schnappen, die wir für die Verbesserung der Greifenschulenausrüstung hier in Skellige sammeln können. Und sobald wir die geholt haben, haben wir hier in Skellige eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Das sind die letzten Sachen, die wir hier in Skellige noch zu erledigen haben. Danach ist hier nichts mehr übrig und wir können uns nach Novigrad bzw. Velen begeben und in diesem Gebiet die restlichen Aufträge erledigen. Okay, da drinnen vielleicht, da sehe ich etwas schimmern. Haha! Habe ich es mir doch gedacht. Und was ist das hier für ein Fragezeichen? Monsterlager. Oh, von einem Neckar, nö. Level 6er Alarm. Kein Bock. Alles klar, Leute, das ist das erste Schema. Dann gehen wir direkt zum vorletzten hier in Skellige über. Vorletztes Schema, Standort im Osten der Hauptinsel von Skellige. Interessant. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Okay. Den Ort habe ich bislang. Ah, neue Markierung versteckt. Versteckter Schatz. Alter Zyklop. Yo. Hat der mich erschreckt. Autsch. Yikes. Nein. Wow, okay. Hat aber nicht so reingehauen, wie ich erwartet habe von einem 30, Level 30 Gegner. Guck euch das an, der ist schon fast tot. Wow. Ein Level 30 Zyklop. Was ein Noob. Und was haben wir hier sonst? Hier muss doch irgendwo die Truhe rumliegen, oder? Die gehört bestimmt zum versteckten Schatz, oder? Ort der Macht auch noch. Wow. Krass. Ich bin hier auf eine richtige Goldgrube gestoßen. Hä? Ach, der Ort der Macht ist oben. Der versteckte Schatz auch, oder was? Ich sehe ihn hier nämlich nirgends. Ist das gemein? Wie soll ich jetzt da hochkommen? Hier lang? Es ist zumindest eine Möglichkeit, die das Spiel akzeptiert. Da ist, nein, eine Kletterkante. Oh, Geralt. Geralt, was machst du denn für eine Scheiße? Mann, ey. Entscheide dich. Willst du da lang klettern oder nicht? So. Okay. Magie, ein Ort der Macht. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Schönes neues Schwert. Jawohl. Die ganzen Rüstungsschematas und wir holen uns einen neuen Skillpunkt. Nice'n Stein. So gefällt mir das. Wunderbar. Na dann. So, fehlt uns nur noch ein einziges Schema. Das für das Stahlschwert. Alles klar, dann sehen wir uns am Fundort. Okay, aus irgendeinem Grund hat die Quest den Fundort des letzten Schemas nicht mehr angezeigt. Ich habe keine Ahnung warum. Ich musste den Fundort jetzt leider im Internet nachschlagen. Und hier an dieser Stelle findet man Ich sollte wenigstens mich ein schon wenig mal umsehen. genau das Zeichen. Jetzt wird die Quest automatisch aktualisiert. Und jetzt sollte ich in der Lage sein, innerhalb dieses kleinen Suchgebietes das Schema zu finden. Aber vorher muss ich, denke ich mal, diesen Golem erledigen. Oder Genius. Ich glaube, die heißen Genius, oder? Ups. Momentchen. Ich gucke nochmal nach, unter welche Kategorie die Viecher eigentlich fallen. Ja, eher Konstrukte. Also mit anderen Worten, Konstruktöl. Neue Öle kann ich leider nicht herstellen, schade.
Dann muss ich mit dem arbeiten, was ich habe. Verflucht, Geister. Da, Konstrukt. Semi-gut, aber immerhin werde ich auch vom Schaden, wow, geschützt. Dank dieses einen Skills, den ich mir ja besorgt habe, schützt das Öl, das ich auf meine Waffe auftrage, mich sogar vor den Angriffen des jeweiligen Monsters. Nice, seine Attacke schön gestoppt. Perfekt. Okay, ich brauche wieder Öl. Habe ich. Ah, verdammt. Was habe ich hier eigentlich sonst noch? Nekrophag, Relikt, Hybrid. Entschuldigt, ich musste kurz unterbrechen. Los geht's. Wo ist das denn? Das war doch gerade eben noch hier. War es das hier? Ja, Konstrukt. Dankeschön. Okay. So, ordentlich. Gesundheitsregeneration. Wow! Das nenne ich einen explosiven Schlag. Jau! Okay. Boah, Alter, was ist das denn jetzt hier gerade? So eine Art Steinarena, in der er meine Beweglichkeit einschränken wollte? Krasse Attacke. Muss ich ihm lassen. Nicht schlecht. Okay, nee, Inventar und dann Rüstungsreparatur-Dingenskirchen. Jawohl. Okay, und weiter. So, jetzt müsste es doch eigentlich relativ einfach sein. Ist es die? Ja, das war's. Sehr schön. Ging ja doch schneller als gedacht. Sehr gut. Wunderbar. Dann sind wir jetzt endlich in der Lage, nach Skellige... Ach, nach Skellige sage ich schon. Nach Novigrad zu reisen. Ich war schon viel zu lange in Skellige. Und in Skellige gibt es Schatzsuchen noch und nöcher. Sogar zwei in Kaer Morhen. Alter. Okay, krass. Das wird einiges an Zeit in Anspruch nehmen, habe ich da so das Gefühl. Uiuiui. Okay, richtige Nebenquests habe ich da drüben gar nicht mehr. Nur noch zwei Hexeraufträge. Das Problem ist dafür... Für den einen Auftrag habe ich zumindest noch nicht das richtige Level, oder? Ich könnte den Auftrag mit meinem aktuellsten Level versuchen, aber ich bezweifle, dass ich das schaffen werde. Ach, na kommt schon. Ihr kleinen verfaulten Drecksäcke. Das mag ich, wenn die schön in einer Kettenexplosion explodieren. Ja. Okay. Ja, Alter, was war das denn jetzt? Yo. Das war eine neue Art von Selbstmordattentäterleiche. Alter. Das hat mich jetzt echt... überrascht. Wow. So, wunderbar. Dann haben wir das abgeschlossen. Ja, puh. Dann würde ich sagen, werde ich zuallererst alle Schatzsuchen in Novigrad abschließen, bevor ich mich den letzten Hexeraufträgen in Novigrad widme. Okay, die Schemasuche in Velen beginnen wir ganz im Süden, in der Nähe von Frischlov. Okay, interessanter Name für ein Dorf. Und hier scheint es einen bewachten Schatz zu geben, der scheinbar von einem sehr lauten Monster bewacht wird. Oh, okay. Okay. Na, großartig. Da brauche ich jetzt Irden. Na komm.
Ja, komm in den schönen Kreis hier. Fein machst du das. Jetzt komm hierher. Hör auf, da die ganze Zeit deine Kreise zu drehen. Will ich mich verarschen? Wow. Oh nein, jetzt fängt sie wieder an, sich zu heilen. Komm her. Die ignoriert mich aus Absicht. Die weiß ganz genau, dass dieser magische Kreis ihre einzige Schwäche ist. Klar, dass sie mich da ignoriert. Bis der Kreis weg ist. Weißt du was? Ich kann auch einfach zu dir kommen und den Kreis an deiner Position zaubern. Wie gefällt dir das? Geisterschlampe. Ah. So. Und was haben wir hier Schönes? Ein Leichenberg. Ist das nicht schön? Okay. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Und zwar mit einer kleinen Druckwelle. Oh, da ist es ja schon. Das war ja einfach. Tö. Und hier? Eine Hexerjäger-Ausrüstung. Aber die ist wahrscheinlich auch nicht für mein Level geeignet. Die ist deutlich drunter, habe ich recht. Oh, 27. Huh. Ich glaube, dasselbe Level wie die Ausrüstung, die ich gerade habe. Aber sie hat weniger Rüstungswert, oder? Wie es aussieht. Schade. Hätte eine gute Rüstung abgegeben. Ich mag ehrlich gesagt diesen langen Mantel an Geralt. Mit so ein paar Stahlplatten dran, Stacheln überall, ordentlich Nieten. So muss eine Hexerrüstung aussehen. Finde ich gut. Alles klar, ich jumpe dann direkt zum nächsten Schema. Okay, an diesem Ort befindet sich das Schema für die Verbesserung der Stiefel von der Greifenschulenausrüstung. Da haben wir das ich Zeichen. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Mhm. Und die Truhe befindet sich... Wo ist das gute Stück? Ah, da ist sie. Sehr schön. Sehr gut. Na dann, nächstes Schema. Aha, im Südwesten von Velen gibt es scheinbar ein Banditenlager. Das ist nicht dein Tag. Wow. Level 7, das ist ja lächerlich. Das ist schon fast traurig. Oh Mann. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Tja, aber das sollte ich erwarten, wenn ich in einem Gebiet für schwächere Gegner rumlaufe. Was haben wir denn hier Schönes? Aha, da ist es ja schon. Lol. Ich find's krass, wie schnell das immer wieder geht. Okay, was steht als nächstes an? Hier eine für Stufe 21. Müssen wir alle drei Schemas finden, wie es scheint. Silberschwert, Stiefel und Brustpanzer. Ich habe das Gefühl, ich habe so schon sehr, sehr viele Schematas eingesammelt und deshalb muss ich jetzt eigentlich nur noch vergleichsweise relativ wenig einsammeln. So ein paar Sachen, da erkenne ich die Orte wieder, wo sie versteckt sind. Und ich denke mir, ach, das ist so offensichtlich eigentlich, hätte ich das durchaus... Da hätte ich durchaus drauf kommen können, dass da was versteckt ist. Aber andere, die waren so krass versteckt. Zum Beispiel die auf den Mauern, die Truhen. What the fuck? Verlassene Städte. Ui! Ah ja, toll. Ein paar Banditen. Wow. Heilige Hagelfeder. Ja. Interessante Redewendung. Ja, ruhig, Leute. Geralt ownt sie einfach nur alle. Lol. Einer noch?
Was? Wer soll wie eine Reihe bilden, wenn nur noch du übrig bist? So, sehr schön. Damit kehren die Bewohner dieses Gebiets wieder zurück. Ja. Es wird jedes Mal die gleiche Cutscene abgespielt. Vielleicht mit anderen Character Sprites. Aber ansonsten immer das gleiche. Schade. So, wunderbar. Ja, 120 Erfahrungspunkte nebenbei verdient. Perfekt. So, dann schauen wir uns doch mal an, wo wir überall hin können. Okay, bei der Reuseninsel in der Nähe. Oh, echt? Beim blutigen Baron? Oh, das ist ja sehr interessant. Tja, wenn wir schon mal dorthin reisen, dann können wir auch gleich zu der ultimativen Rüstungsschmiedin gehen. Und mal gucken, ob ich irgendein Schema aufgetrieben habe für eine gute Brustpanzerung. Für mein momentanes Level. Oder irgendetwas. Ich meine, wie sehen die Level meiner Ausrüstungsgegenstände momentan aus? Von meinen Schwertern ist ja okay, aber das 27. Handschuhe 27. Stiefel 28. Lederhose 29. Also kein einziger Gegenstand ist für Level 30 oder höher geeignet. Wird also durchaus langsam Zeit, mir schon mal irgendetwas anfertigen zu lassen, was für die späteren Level zumindest auch geeignet ist. Ist mir egal, ob ich das jetzt gleich anziehen kann oder in zwei Leveln. Ist wurscht. Hauptsache, ich habe jetzt schon mal Aussichten auf etwas Besseres als das, was ich jetzt gerade trage. Geralt, schön dich zu sehen. Es geht um eine Hexerrüstung. Schauen wir doch mal. Bärenhandschuhe. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht hergestellt, oder? Ich meine nicht. So, Greifen, Katzen, meisterlich gefertigt, Nilfgaardische Wächterhandschuhe. Oh, Hallöchen. Tatsächlich für Level 31 geeignet. Dunkelstahlbarren. Da kaufe ich mal alles an Dunkelstahlbarren auf, was der Händler auf Vorrat hat. Dann stelle ich mir die schon mal her. Das ist ja schon mal sehr schön. Oh, oder überlegene Bärenhandschuhe. Schon für Level 30. Aber da brauche ich erst einmal die richtigen Zutaten. Beziehungsweise die meisten Zutaten habe ich schon. Ich brauche nur noch das verbesserte Zeug. Oh, verbesserte Bärenhandschuhe. Verbesserte Greifenhandschuhe. Überlegene Bärenhandschuhe. Nice. Meteoritenerz. Kaufe ich mir mal einfach ein paar weitere Male. Ich habe ja das Geld. Und überlegene Greifenhandschuhe. Weil ich's kann. Kaufe ich mir davon noch was. Wunderbar. Alles klar. Meisterlich gefertigte Blablabla. Oh Mann, ich muss langsam echt anfangen, eine Strichliste zu führen für das ganze Zeug. So. Boah, Mahakama-Hose für Level 39. Chillt doch mal euer Leben. Meisterlich gefertigte Greifenhose, Katzenhose, Wolfshose. Eieieiei. Hosenmäßig kann ich momentan nichts großartig Besseres herstellen, wie es scheint. Schade. Bärenrüstung, fehlt was? Oh, ein Hemd. Ja, das kann ich doch direkt holen. Bärenrüstung, fertig. Für Level 28, naja. Für Level 30, was Interessantes. Rüstung der Impera-Brigade. Schwere Hindas-Fialische Rüstung. Auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich gehe erstmal mit der verbesserten Bärenrüstung. Hat leider weniger als meine momentane. Sieht aber so an sich nicht schlecht aus. Überlegene Bärenrüstung. Oh. Was haben wir da?
Dimeritium-Platte. Lässt sich doch bestimmt herstellen. Gucken wir doch mal. Dimeritium-Platte, Dimeritium-Platte. Verdammt. So. So, Dimeritium-Barren. Dimeritium-Platte. Ups. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Kann ich noch Barren herstellen? Oh ja, etliche. Das ist gut. Wunderbar. Gut, dann kann ich mir jetzt die überlegene Bärenrüstung herstellen. Jawoll. Sehr gut. Und die meisterlich gefertigte? Ist die hier auch irgendwo? Meisterlich gefertigte Bärenrüstung? Greifen, Katzen? Ach, ich glaube, ich habe die Schemata für die meisterlich gefertigten Bärensachen nie gefunden, oder? Na, shit. Das ist natürlich blöd. Mehr schade als blöd. Plunder, Stiefel. Gucken wir doch mal, was es so bei Stiefeln Neues gibt. Ich könnte ja eigentlich da auch hier wieder die Bärenstiefel herstellen, oder? Kann ich das überhaupt? Habe ich das Schema für die Bärenstiefel? Für die normalen? Katze, Greif, Bäre. Bärenstiefel. Aber überlegener Bärenstiefel, habe ich den? Verbesserter Bärenstiefel, ja. Schon mal die richtige Richtung. Ja, was haben wir hier? Fellstück, okay, kaufe ich mal auch auf. Überlegene Bärenstiefel, ja, geiler Shit. Sehr gut. So, wunderbar. Damit habe ich mir schon mal was Ordentliches zusammengekleistert. Dann bin ich jetzt mal gespannt. So. Überlegene Bärenrüstung. Ui. Das sieht geil aus. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Krass. Wie episch Geralt aussieht, allein wegen diesem Mantel. Und auch wegen dem Schal. Guckt euch das mal an, ey. Was eine geile Kombi. Okay. Überlegene Bärenstiefel. Bäm. Sieht schon mal deutlich besser aus als diese komischen Neckar-Dinger. Das sah echt so aus, als ob man da einfach irgendwelche Monsterzähne dran getackert hätte. Okay, jetzt noch die Handschuhe für die Bärenrüstung. Überlegene Greifenhandschuhe. Nilfgaardische Wächterhandschuhe. Oh. Haben genauso viel Rüstung, aber ansonsten. Okay. Wie jetzt Hexausrüstung 0 von 6. Ich müsste doch jetzt mindestens 3 haben. Überlegene Bären. Ja, 3 Stück habe ich doch jetzt. Müssen auf Großmeisterstufe verbessert werden, um Boni freizuschalten. Ah. Oh, ich brauche anscheinend noch eine weitere Stufe dafür. Okay, also was kann das? Adrenalingewinn, Durchbohrungsschaden, Aufschlitzenresistenz, Resistenz gegen Schaden durch Monster und Elementarresistenz. Und was können die? Durch Bohrung, Zerschmettern, Aufschlitzen, Resistenz, Resistenz durch Schaden gegen Monster. Kritischer Trefferbonus 50%. Yo. Wisst ihr was? Ich nehme erst einmal diese episch aussehenden Handschuhe. Definitiv. Kann ich nicht anders. Guckt euch das mal an. Das ist doch auch mal ein geiles Outfit. Alter, guckt euch mal an. Die Stoffphysik allein schon. Wie der ganze Mantel im Wind flattert. Da ignoriere ich doch glatt mal alle Leute, die mir im Wege stehen und mir entgegenstöhnen, wenn ich in sie reinlaufe. Ist mir scheißegal. Guckt euch mal diese geile Rüstung an, ey. Nice. Was hast du so zu lachen, hä? Bei der Katzenschulen-Rüstung kann ich es eventuell noch verstehen, dass man da lachen kann. Aber bei der hier doch gar nicht. Hier sieht Geralt geil aus. Sehr schön. What the fuck? Seit wann existiert denn hier so ein tiefer Brunneneingang? Lol. Das ist jetzt überraschend.
Okay. Das ist ziemlich gruselig. Meteoritenbarren, Dimeritiumerz, nicht übel. Was haben wir da unten? Ich bin mir nicht gerade sicher, ob ich da unten in der Lage bin, wieder hier hochzukommen. Sobald ich einmal da runtergesprungen bin, war es das doch bestimmt, oder? Oder? Oh, hier ist ein Weg. Ich Idiot. So. Vorsichtig. Interessante Bude. Die gehört doch garantiert einem Monster. Okay, ich kann nicht drunter durchtauchen? The fuck? Wie soll ich denn sonst da... Oh, Rezept Äther. Manuskriptseite verbesserter weißer Honig. Krass. Und das war's? Ach, komm schon, lass mich da durch. Da liegt mein Schicksal. Ach Gott, verdammt. Ich glaube, sonst war da nichts mehr unten am Grund, oder? Keine weitere Truhe oder sonst irgendwas. Nee. Ah. Super. Wo könnte denn sonst in dieser Höhle noch was sein? Oh. Okay. So viel dazu. Manuskriptseite überlegener Waldkauz. Ich finde hier lauter Schemata für Gegenstände, die ich wahrscheinlich noch nicht einmal herstellen kann. Oder von denen ich die vorige Stufe teilweise noch nicht mal hergestellt habe. Naja, was soll's. Haben oder nicht haben. Wunderbar. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Zeit dieses Video jetzt am Ende haben wird. Also wie lang das Video sein wird. Aber ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ich habe das Gefühl, durch mein ganzes Gequatsche, durch die ganzen Rüstungsherstellungen, habe ich mir schon so ein paar Kleinigkeiten erlaubt, was Zeit angeht. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Zeit das jetzt in Anspruch genommen hat. Ich bin mir nicht so sicher. Aber andererseits, ich habe ja auch schon in Skellige einige Schematas am Anfang dieses Parts gesammelt. Und hier jetzt auch schon einige. Wisst ihr was? Egal wie lang dieser Part sein wird, ich werde ihn an dieser Stelle mal wieder beenden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, Leute. Und ich hoffe, ich kann euch auch zum nächsten Part von The Witcher 3 Wild Hunt begrüßen, wo wir uns die letzten Schematas besorgen werden. Na dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao!